So, neuer Tag, neuer Shop. Kurze Info am Rande. Ihr seht unten, wie immer, der Passive-Code. Alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Also die nächste Zahl wird bei 280 kommen. Zwei Sieger hat, also zwei Leute haben wir schon, die den Code geknackt haben. Einmal Jan C. und danach der Use-Creator-Code Peli-FN. Glückwunsch dahin nochmal und natürlich allen anderen jetzt viel Glück bei dem neuen Code. Und wie gesagt, wenn ich dir schon öfters mal helfen konnte, gern mal ein Abo da lassen. Wie gesagt, ihr wisst ja, Support ist kein Mord. So, und wenn du wissen willst, wie das genau abläuft mit dem Code etc., unten in der Videobeschreibung ist extra ein Video, wo ich mich einmal vorstelle und wo ich erkläre, wie das alles mit dem Code funktioniert. So, jetzt gehen wir mal direkt rein in den Shop, weil hier sind schon zwei neue Sachen. Wir gucken uns direkt den neuen Skin an. Skin, Sprachfehler ist da. So, was haben wir denn hier? Was ist das denn für einer? Ja, der ist aber echt ein bisschen Starkstrom. Ja, ist halt mal was anderes, ne? Ich glaube, so einen Skin hatten wir irgendwie noch nie, der so... Außer jetzt Galaxy-Skin hatte eigentlich auch klare Struktur. Ich meine, klar, der hat auch eine Struktur, aber selbst am Hals ist der noch am Ausschlagen. Ist mal was anderes. So, Rückenteil, klar, passt. Also das kriegt Epic Games wirklich immer gut hin. Dass die Rückenaccessoires immer schön zum Skin passen. Passt aber halt wirklich nur zu dem Skin. Das ist halt manchmal ein Nachteil, aber ich meine, ist halt so. Ich meine, du kriegst ja auch beides für 1500. Aber wäre jetzt kein Skin, den ich jetzt unbedingt haben wollte. So, dann gehen wir mal weiter. Erntewerkzeug. Bitte, bitte Elektro. Bitte mach ein Elektrogeräusch. Oh. Ja, da haben sie es gut gemacht. Ist so eine halbe Mischung aus normaler Spitzhacke und halt Elektro. Also das ist denen wirklich gut gelungen. Optisch, ja, gefällt mir halt nicht so. Aber passt logischerweise zum Skin. Aber ich meine, was sollen sie sonst großartig machen? Elektroschocker bietet sich an. Weil, wenn man mal überlegt, wenn du an Elektrik denkst, mit was soll man da angreifen? Also von daher macht das schon Sinn, was sie hier gemacht haben. Auch hinten nochmal die zwei Anschlüsse für die Batterie. Kabel ist zwar ein bisschen kurz, wenn er sich das an die Batterie klemmen will. Aber finde ich eigentlich recht gut gelungen. Also alle drei Sachen zusammen ist eigentlich eine schöne Mischung. So, dann haben wir anscheinend noch ein paar Spitzhacken. Ja, ist halt 0815 Spitzhacke. Inzwischen kennen wir sie. Früher, als sie rauskamen, die doppelhändigen, war es natürlich was Besonderes. Aber jetzt ist es halt 0815 in meinen Augen. So, dann haben wir ja meine tolle Lackierung, die gefällt mir immer noch nicht, und Limetta ist halt immer noch da, ist halt quasi die Tarnung für sie, aber wie gesagt, der Skin haut mich auch nicht wirklich um, ist halt schon ein bisschen was anderes, aber ich denke mal, den werden wir nicht oft sehen und wenn halt jetzt am Anfang, aber ich glaube in einer Woche spielt den keiner mehr, also den Skin. So, dann haben wir nächsten Skin. Oh, die kenne ich noch gar nicht. Die rote Lilie. Doppeltes Spiel. Okay. Also Geheimagentin und macht einen auf Urlauberin. Hat was, ne? Also an alle männlichen Zuschauer. Ich würde sagen, die würde keiner wegstoßen. Ja, das Rückenteil passt natürlich auch, wie immer, Rückenteile passen wirklich zu 100% bei Epic Games immer zum Skin. Also nicht irgendwie übertrieben, also es passt halt einfach, ist stimmig, also da sind sie immer gute Sachen am kreieren. So, dann haben wir die Krabbe. Man kennt sie. So, dann Funkenzünder. Den kenne ich auch noch gar nicht. Den habe ich noch nie gesehen. Ja, wird wahrscheinlich aus der Piratenzeit, nehme ich mal an, sein, wegen Freibeuter. Aber die habe ich noch nie gesehen. Okay. Ja. Ganz ehrlich, ich frage mich nur, was das sein soll. Funkenzünder ist klar, ist mir schon bewusst. Aber die Hacke an sich? Keine Ahnung. Was ein Funkenzünder ist, weiß ich von früher. Aber ganz komisches Ding. Ganz seltsam, vor allem dieser ganz dünne Stiel. Aber dann haben wir noch einen Golfschläger.
den passenden Skin, haben wir gerade schon gesehen. Ist halt ein normaler. Oh, aber mit Golfballgeräusch. Da haben sie mal nicht gepennt. Weil da finde ich eigentlich, da müssen sie sich noch ein bisschen mehr einfallen lassen. Einfach bei den Waffen bzw. den Spitzhacken dann die Geräusche besser machen. Aber da ist es ihnen halt wirklich gelungen. So, dann haben wir den weiblichen Skin für Golf. Ach, das war noch Zeit in der Golfplatz mit den Caddies. Passt halt, wenn Golfplatz wieder da ist, dann passt das Ganze. Aber so für random in der Welt rumzulaufen, würde ich sagen, ein bisschen zu viel rosa. So, ab zum letzten Emote. Hüpflama. Ja, ist halt eher für die Jüngeren gedacht. Also ich glaube kaum, dass ein Erwachsener da groß rumhüpft. Obwohl lustig ist es ja trotzdem, ne? Ist das ein, ja, ist ein Fortbewegungs. Also als ja, ist halt, hat halt schon was. Aber dafür werde ich keine V-Bucks ausgeben. Also ich denke mir echt wirklich nur entweder für gute Musik oder für Skins werde ich sag schon V-Bucks ausgeben. So, das war dann schon der Shop. Dann gehen wir gleich rüber zur Tagesaufgabe. Aber wie gesagt, das dann halt im nächsten Video. Und wie gesagt, wenn du mich schon öfters gesehen hast, lass doch gerne ein Abo da. Ansonsten halt wie gehabt einfach ein Like, schreibt von mir auch gerne was in die Kommentare. Natürlich antworte ich jedem, sobald YouTube mir die Nachricht mal rüberschickt. Ich gucke zwar zwischendurch immer, aber die Benachrichtigungen dauern einfach ewig bei YouTube. Ich denke mal, ihr wisst es selber, mal kriegt ihr direkt eine Nachricht, wenn einer was Neues hat und mal überhaupt nichts. Dann würde ich sagen, in dem Sinne, haut rein und viel Spaß mit dem Shop.